Herr Kremling, welche Perspektiven sehen Sie für den Gründerstandort Dresden? Dresden ist ein hervorragendes Pflaster, weil es gibt dort eine tolle Kombination aus der Technischen Universität als Elite-Uni, als Existenzuntergelegenheit mit der Halbleiterindustrie, aber auch mit einer ganzen Reihe von wichtigen Industrieunternehmen. Und wir, Vodafone, glauben ganz fest an die Entwicklung dieses Standortes. Deshalb gehen wir auch auf die Heidelberg Venture Days und unterstützen dieses Unterfangen.